Wo ist er? Ist er gestorben oder? Egal, ob er gestorben ist. Au. Ich muss das schon richtig machen, sonst klappt das nicht. Wow, habt ihr den zielsuchenden Pfeil gerade gesehen? Komm, du kriegst jetzt mal einen schweren rein, auch wenn das eigentlich nichts mehr bringt. So, hier rüber springen kann ich nicht. Dafür ist der Sprung nicht weit genug. Das müssen wir von da oben aus machen, den Sprung, der ziemlich gefährlich ist. Und ich muss bei Lenigrast auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich wieder in der Stadt bin, frische Pfeile kaufen. So, jetzt kommen wir hier an die Truhe ran. Wir erinnern uns aber an der Truhe. Ist was faul? Genau, nämlich der hier. Da ist eine Pike drin. Also ein neuer Speer. Den finde ich allerdings nicht so gut, wegen seinem schweren Angriff. Kann ich mal kurz zeigen. Pike. Genau, das ist nämlich so ein Sturmangriff. Der kam jetzt gerade nicht gut rüber. Den finde ich nicht so gut wie einen geraden Speerstich von zum Beispiel dem Heidespeer. Oder dem Querschlag unseres normalen Speers. Wow. Das fand ich allerdings auch nicht so gut. Könnt ihr mal aufhören zu betrügen? Wow. Das ging auf mein Schild. Und wieder vergiftet. Das war falsch. Ich wollte ein Gegengift. Ganz schnell ein Gegengift. Ja, der giftige Vergnügungspark. Nur kein Vergnügen für mich, wie man sieht. Und ja, die Stelle ist einfach gemein. So, wenn wir jetzt hier hochrennen, ist erstmal hier ein neuer Grabwächter. Hey, Kumpel. Den können wir einfach mal exekuten. Das geht schneller. Und ja, hier ist die Windmühle. Die lasse ich mal so stehen, dass ihr seht, was das macht. Leucht voraus und gelobt sei die Sonne. Das gehört halt zum Let's Story mit dazu, dass ich mich ein bisschen extra quäle. So, Leuchtfeuer. Übrigens war diese Stelle hier früher ziemlich mies. Hier standen nämlich drei von diesen Männchen, die wir da gerade gekillt haben. Die da halt an der Treppe normalerweise gerade gelauert haben. Und ja, man hat es teilweise richtig schwer gehabt, hier rauszukommen. Also der hier oben stand hier, glaube ich, nicht rum. Genau, der gerade weggelaufen ist. So, trinken wir einfach mal einen Schluck. Wir haben ja genug. Der gerade nämlich weggelaufen ist, macht hinter sich die Tür zu. Was ziemlich, ich sag mal, gemein ist. Weil er den Hauptweg zumacht. Wir müssten halt diese Leiter hier hochnehmen. Stand hier nicht normalerweise noch einer? Ja, die Maske des Männchen. Nee, halt, sie haben hier ja alles mit Tonkrügen dafür vollgekleistert. Hallo, du. Ja, der kommt die Leiter runter, genau.
Stimmt, und hier war irgendwo eine Druckplatte, genau da. Nämlich für die Pfeilfalle hier. Diesen ganzen Ort hier kann man als Sens Festung 2.0 bezeichnen. So, erstmal kurz zurück nach Majula. Nur halt nicht so schön festungsmäßig gebaut, sondern eine olle alte Windmühle. Ja, Rufsymbol ist verschwunden. Das lassen wir jetzt auch mal verschwunden. So, ich will verstärken. Dich. Und nochmal dich. Und dich. Und dann brauche ich mindestens einen Stein von ihr, um ihn nochmal zu verstärken. Well. Ja, Gegenstand kaufen. Sie verkauft ja... Na, sie verkauft noch nur 10 Stück. Visit me. Müssen wir also ein bisschen damit haushalten. What? Verstärken. Und ich habe einen zu wenig gekauft. Gegenstand kaufen. Ja. Visit. Dankeschön. Der wird sich auch denken, was treibst du hier, Junge? So, und für den Rest mache ich mal meine Rüstung auf plus 4. So, und dann heißt es, weiter geht's. Erst einmal Zeug abladen, was wir gerade nicht brauchen. Zeichen der Treue zum Beispiel könnte ich abladen. Bräuchte ich aber zurzeit eigentlich noch nicht. Aber habe ich gerne im Inventar, wenn ich es brauche. Die Maske des Männchen will ich genauso wenig behalten wie das Rüstungsset. Ich will euch nur mal kurz den Text vorlesen. Maske der Männchen des Erntetals. Eine launische Königin schenkte ihnen Leben und riss dann ihre Gesichter ab. Wie sonst hätte sie denjenigen vergeben können, die es gewagt hatten, sie anzusehen. Ja. Was steht bei dem Gegenstand? Handschuhe des Männchen des Erntetals. Die eigenartige Kunst des Puppenspiels ist ein Überbleibsel der zwei untergegangenen Länder. Eine Königin schenkte diesen Puppen Leben mit eben jedem Pesthauch, der ihre eigene giftgetränkte Brust heimsuchte. Auf dass sie über Sklaven verfügen konnte, die ihren Launen zu Willen waren. Klingt schlimm, oder? Grabwächter? Die Gruftwächter wachen über die ruhenden Toten und achten darauf, dass ihr Schlaf nicht gestört wird. Ob König oder Bauer, klug oder töricht, reich oder arm, die Wächter behandeln alle mit derselben Sorgfalt. Jo. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte zurück in die Spitze, nämlich in die mittlere Irrenspitze. Mittleres Irren Peak. So. Die Jungs da unten leben wieder. Die können wir jetzt auch mal leben lassen. Genau wie den da. Und das wird jetzt hässlich. So. Ja, Schild oben behalten wäre eine kluge Sache. Aber dann lässt man einmal kurz die Schildtaste los. Dann nimmt das Schild runternehmen, klappt sehr schnell. Das Schild hochnehmen dauert ewig lang. Und ja, der hat mich angegriffen, weil eben schon die Tür zu ist. Vorsicht vor links übrigens hier. So, jetzt kommst du mal hier runter. Wo steckst du? Da sehen wir übrigens auch noch einen. Da steckst du. Na komm, und ich habe vergessen, bei Lady Gras neue Pfeile zu kaufen. Gut, hier wird es jetzt lustig.
wie man kann sehen, da links und rechts auf den Brüstungen stehen nämlich noch mehr von diesen Jungs. Und der andere ist gerade hinter mir hochgesprungen. Wow. Was zur Hölle? Ich hatte den Schild doch oben. Ja, die können garstig sein. Wie gesagt, den Schild nicht schnell genug hochnehmen und solche Sachen passieren eben. Tot. Ach so, der war ein Weg, genau. Stechen wir einfach durch. Giftiges Wurfmesser dreimal. Jetzt müssen wir wieder warten, bis der Jo-Dödel hier runterkommt. Der lässt sich ja ordentlich Zeit. Und da müssen wir wieder die beiden loswerden. Na, wo bleibst du? Da bleibst du. So. Weg mit dir. Hoch. Seenhaufen. Und da hinten schießt einer mit seinem Püsterich auf uns. So. Dich auch mal wegmachen. Dadurch brauchen wir gar nicht versuchen. Da ist nämlich Giftsapsche. Im Augenblick. Und der... Man sieht, das Gift tickt weiter hoch, weil ich die Giftsapsche eben an meinen Stiefeln habe. So, hier würde ich gerne mal kurz die Dinger wegmachen. Na, vorsichtig. Da taucht nämlich auch gerade die Nachricht auf. So. Tür voraus, genau. Hier machen wir mal kurz auf. Denn hier ist Zeit für Rache. Das hier ist nämlich unsere Artillerie-Verrückte. Oh, Zauberquarzring plus 1. Ihr seht, wir sind oben an der, auf der Erdenspitze, auf Earthorn Peak. Also hier unter uns ist der Balkon, wo wir nicht raus können, weil das Tor zugegangen ist. Und von hier aus können wir auf das gesamte Erntetal schauen. Auf das gesamte Harvest Valley. Also von da drüben, wo der Giftnebel ist, da haben wir gestartet. Da hinten ist irgendwo der Jägerhain. Und ja, hinter uns ist vom Peak. Man sieht also, welche Gebiete hier begegbar waren. Das haben wir alles ja auch gemacht. Da die Giftsachen. Wobei da ein Glitch ist an der einen Stelle, wo man den Giftnebel sieht unter dem Turm. Da ist eigentlich nichts. Keine Ahnung, wie man da das Loch aufreißen könnte. Ob das überhaupt gewollt war. Auf jeden Fall ein ziemlich gruseliger Ort, wenn man sie sich so ansieht. Überall diese Windmühlen, die Gift fördern. Und ja, die fördern Gift. Und da unten ist übrigens der NPC, den wir von hier aus auch gut sehen können. Gut. Wir kommen allerdings nicht dahin, weil uns das Gift im Weg ist. Ja, hier wird's ungemütlich. Das weiß ich noch. Deswegen heile ich mich mal kurz. Hier ist nämlich zum einen so eine und genau so einer. So, der hat uns vergiftet. Nicht die Wurfmess. Das macht er doch mit Absicht. So.
immer eins zu weit scrollen. Da sind wieder zwei Grabwächter. Und da ist die hier, die wir mal schnell töten. Frau Voraus, deshalb Truhe. Ja, und hier sehen wir auch jede Menge Giftsapsche. Versucht Verbündeter übrigens Boss voraus. Ja, das hier ist der Weg weiter. Das kann ich schon mal verraten. So, in dem Raum. Leuchtfeuer voraus links. Das ist klar, aber links ist noch was anderes. Nein. Gut, der ist dann auch nur in im Original Dark Souls. Hier war nämlich ein Finstergeist früher.